Hallo ihr Lieben, ich bin Caro und ich möchte euch heute erzählen, wie wir uns als Familie dafür entschieden haben, ein minimalistisches Leben zu führen. Denn man muss sich ganz genau überlegen, ob man das auch wirklich will und ob man auch bereit dazu ist. Minimalismus bedeutet für uns nicht, eine bestimmte Art an Dingen zu besitzen. Es bedeutet für uns vielmehr, sich mit den Dingen zu umgeben, die man im Alltag braucht und die man mag und mit denen man sich auch wohlfühlt. Es gibt viele Aspekte, mit Minimalismus anzufangen. Manche mögen die kleine Ästhetik, bei anderen steht der Umweltaspekt im Vordergrund und andere sehen im Minimalismus die Chance, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Und bei uns war es ganz eindeutig der letzte Aspekt. Doch um minimalistisch zu leben, muss man erstmal anfangen. Und der Anfang beginnt nicht damit, gleich auszumisten oder schnell Dinge loszuwerden, sondern der Anfang beginnt im Kopf. Und dabei haben wir uns immer wieder folgende Fragen gestellt. Erstens, kannst du es dir wirklich vorstellen? Als wir mit dem Minimalismus angefangen haben, haben wir uns erstmal vorgestellt, ob das auch wirklich was für uns ist. Da haben wir uns zum Beispiel Fragen gestellt, wie können wir uns wirklich von Dingen trennen, die einfach nur schön aussehen, aber keinen Nutzen haben? Können wir uns vor jedem Kauf überlegen, ob wir es wirklich brauchen? Können wir unserer Tochter Spielzeug wegnehmen, mit dem sie nicht mehr spielt? Und können wir mit leeren Regalen und kahlen Wänden leben? Solche und viele andere Fragen haben wir uns immer wieder gestellt und wir haben sehr viel darüber geredet. Wir haben uns auch vorab immer wieder Filme drüber angesehen und Bücher gelesen, um dann auch wirklich sicher zu gehen, ja, wir können es uns wirklich vorstellen und wir wollen anfangen. Zweitens, was ist dir wichtig? Als wir uns dann auch sicher waren, dass wir das auch wirklich machen wollen, haben wir uns die Frage gestellt, was uns wirklich wichtig ist. Als Eltern ist uns natürlich unsere Tochter am wichtigsten und natürlich auch die Zeit, die wir miteinander als Familie verbringen. Wir haben gemerkt, dass viele Dinge einfach nur Zeit, Kraft und Geld kosten, die lange nicht so wichtig sind wie die gemeinsame Zeit als Familie. Und wir sehen im Minimalismus die Chance, weniger Dinge zu besitzen und dadurch auch mehr Zeit zu haben, auch weniger zu arbeiten, weil wir weniger Dinge kaufen und unterhalten müssen. Für uns steht also an erster Stelle die Zeit als Familie. Auch haben wir viele unserer Hobbys wegen der Arbeit zurückgestellt oder sogar auch aufgegeben. Und mittlerweile haben wir es geschafft, wieder mehr Zeit dafür zu haben und wir fühlen uns einfach viel glücklicher damit. Und bei der ganzen Überlegung kann es immer sehr hilfreich sein, eine Liste zu erstellen. Und dazu habe ich eine Vorlage gemacht, die findet ihr auf meinem Blog www.saltypeanut.blog und den Link dazu findet ihr auch in der Infobox. Drittens, auf was kannst du verzichten? Als wir dann fokussiert haben, was für uns genau wichtig ist, haben wir uns auch überlegt, auf was wir im Gegenzug verzichten können. Ist es uns zum Beispiel wirklich wichtig, eine Nudelmaschine oder 12 verschiedene Nagellacke zu besitzen? Wenn man gerne Nudeln selber macht und es ein Hobby ist, ist die Nudelmaschine natürlich nicht wegzudenken. Deswegen muss jeder für sich auch selber entscheiden, auf welche Gegenstände man getrost verzichten kann. Zum Minimalismus gehört auch der Konsumverzicht. Und für mich als Frau, die super gerne shoppt, ist das eine echte Herausforderung. Aber mittlerweile komme ich super damit klar. Hier kann es auch wirklich sehr hilfreich sein, sich da auch eine Liste anzulegen. Denn wenn man wirklich drüber nachdenkt, auf was man wirklich im Leben verzichten kann, kommen Sachen heraus, an die man anfangs überhaupt gar nicht gedacht hat. Viertens, hast du die Kraft dazu? Sein Leben umzukrempeln ist ein ziemlicher Kraftakt. Gerade als Familie ist es auch wichtig, das gemeinsam zu machen und zusammenzuhalten. Denn wenn der eine Part nichts ändern möchte und der andere Part aber schon, kann das zu sehr vielen Problemen führen und auch mit sich ziehen. Man muss sich da als Familie einig sein, gemeinsam ein minimalistisches Leben zu führen. Denn nur gemeinsam hat man dann auch die Kraft dazu, seine Gewohnheiten zu ändern, auszumisten und auch achtsam minimalistisch zu leben. Mein Mann und ich waren beide eben total begeistert davon und konnten jetzt mittlerweile auch schon unsere Tochter damit anstecken. Sie ist zwar erst 4, aber vieles hat sie auch schon von uns angenommen. Sie gibt uns zum Beispiel manchmal selber Spielzeug, das sie gar nicht mehr haben möchte und freut sich zum Beispiel auch über Secondhand Elsa Leggings. Der Anfang ist immer sehr schwierig und man fühlt sich erstmal von den ganzen Dingen und den ganzen To-Dos erschlagen, aber gemeinsam bekommt man das wirklich sehr gut hin. Und fünftens, bist du bereit für einen Neustart? Ein minimalistisches Leben zu führen ist eine Lebenseinstellung. Es bringt nichts, einen Monat
so eine Challenge zu machen und danach genauso weiterzumachen wie vorher. Und es bringt auch nichts, seine Kleidung auszumisten und die dann im nächsten Monat zu ersetzen oder gar wieder mehr Kleidung zu kaufen. Minimalismus ist eben eine Einstellung, die erst im Kopf stattfinden muss und die man auch lernen muss. Wir selber bezeichnen uns immer noch nicht als Minimalisten, sondern eher als Minimalismus-Anfänger. Wir haben zwar schon viel geschafft und sind stolz drauf, aber es liegt auch noch viel vor uns. Wir haben noch ganz viel vor und wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf. Weil wir gemerkt haben, mit jedem Ding, das wir wieder abgegeben haben, fühlen wir uns freier und mit jedem Buch, was wir drüber lesen, fühlen wir uns dann noch motivierter, da auch weiterzumachen. Also bevor das ganze Ausmisten losgeht, ist es wichtig zu wissen, warum man minimalistisch leben möchte und ob man auch gemeinsam als Familie minimalistisch leben möchte. Denn dann hat man auch genug Ansporn und Kraft, sich von überflüssigen Dingen zu trennen und auch seine Gewohnheiten zu ändern. Hast du dir denn schon mal diese Fragen gestellt? Und warum möchtest du minimalistisch leben? Und wenn du schon minimalistisch lebst, was hat dich dazu bewegt, minimalistisch zu leben? Ich freue mich natürlich sehr über eure Kommentare und euer Feedback und freue mich auch schon sehr auf das nächste Mal mit euch. Vielen Dank fürs Ansehen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr mehr zu den Themen Minimalismus, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit im Familienleben erfahren möchtet, abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich freue mich drauf.